Hallo und herzlich willkommen zurück zu Türchen Nummer 5. Nummer 5, ja. Natürlich ist wieder die Sherry dabei. Und der Diamond. Genau. So, wir haben ja jetzt gestern hier diesen Raum hier geschmückt, das war richtig toll. Ja, das sieht jetzt auch schön aus. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Raum geschmückt, und zwar den da. Der, finde ich, sieht auch schön aus. Ja, der da, wirklich. Ja, schon, das sieht schön aus. Okay, dann mal schauen, was wir als nächstes tun müssen. Guck mal, da leuchtet Licht. Wo? Da im Stall. Ja, im Stall leuchtet Licht, da leben Tiere. Hoffentlich müssen wir heute was mit Tieren machen, Geschmack ihrer. Weiß ich nicht. Nee, sieht nicht so aus. Du guckst auf die Ziegel und das macht Mu. Nee, sieht leider nicht so aus. Ja, sieht echt nicht. Entschuldigung. Sieht echt nicht so aus. Aber wir haben ja noch. Steck den Schlüssel in die Tür! Ja, für den Maschinenraum. Vielleicht müssen wir hier was machen. Ja. Ja, wir müssen die Geschenkmaschine machen. Oh, dann können wir verkrüppelte Puppen machen. Ja, wir können verkrüppelte Puppen machen, genau. Zombie-Puppen oder so Zeugs. Die die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist schon perfekt, oder was meinst du? Ja, das finde ich auch. Ah. Jetzt habe ich begriffen, wie es funktioniert. Was müssen wir davon machen? Keine Ahnung. Jetzt müssen wir aufgehen. Das Problem ist, meine Maus ist verschwunden. Also ich würde sowas wollen. Aber die Kinder wollen wahrscheinlich eher sowas. Ja, diese Roboter werden jetzt die Welt beschreiben. Roboter, oder? Oh, das war's schon. Machen wir nochmal. Ist ein mütziges Spiel. Ja, schon. Also, es gibt in Zukunft auch noch andere lustige Spiele. Aber... Ich dachte, ich hätte diese Maschine verzaubert, damit niemand herausfindet, wie sie funktioniert. Oh, oh. Das ist aber ein guter Zauber, Hexana. Echt ein guter Zauber, Mann, oh Mann. Machen wir gerade nochmal. Gut, Teddybär. Roboter.
Robo-Bär. Robo-Bär. Jetzt weiß ich, wie Robocop unter seinem Helm aussieht. Ein Teddybär. Ja, genau. Oder eine Puppe. Das ist die Cyborg-Puppe, oder? Genau. Ja, genau. Da können wir noch diesen Raum hier schmücken, oder? Ja, Teddybär. Der Teddy sieht auch lustig aus. Ja, warum nicht? Ich meine Teddy mit Dingen. Also. Ja. Nein, warum nicht? So, und jetzt schmücken wir noch diesen Raum hier. Ja, Hexana, wissen wir, was ich sagen muss. Hurra! Jetzt dekorieren wir das Schloss! Nicht die Puppe. Geht so. Ja, gut. Dann gibt es ja heute noch eine Geschichte. Es gibt jeden Tag eine Geschichte. Ja. Ja, also es gibt nichts mehr zu tun, ne? So, dann gibt es eine Geschichte. Dahin. So, dann hören wir uns mal die Geschichte an. Hoch oben am Himmel neben den kreischenden Möwen flog Willi dem größten Abenteuer seines Lebens entgegen. Es war einfach herrlich, an den Wolken vorbeizufliegen und auf die Erde hinunterzusehen. Alles sah so unglaublich winzig aus, dass sich Willi gleich viel größer vorkam und seine Angst vom Fliegen einfach vergaß. Aber es war kalt hier oben, sehr kalt, und Willi hatte seine Handschuhe vergessen. Dem kann abgeholfen werden, dachte er und steckte Gerda seine Hände in die Ohren. Schön warm hier. Er steckte seine Finger so tief hinein, wie es nur ging. Jeder, der schon einmal versucht hatte, sich etwas Eiskaltes ins Ohr zu stecken, weiß, wie unangenehm das sein kann und dass man dabei auch noch aus dem Gleichgewicht kommt. Und genau das passierte auch mit Gerda. Sie drehte plötzlich scharf nach rechts ab und machte gleich drei Loopings hintereinander und ging dann mit einem höllischen Tempo in einen Sturzflug Richtung Erde über. Willis Magen fühlte sich ganz komisch an und einen Moment lang dachte er, dass ihm schlecht werden würde. Genau in diesem Moment stießen sie mit einer Möwe zusammen. Das laute Kreischen der Möwe, die herumwirbelnden Federn, kalte Luft und Willis angeschlagener Magen, alles kam zusammen. Als Willi den Halt verlor, nahm er seine Finger aus Gerdas Ohren und hielt sich unwillkürlich an ihrem Hals fest. Die Erde kam immer näher und näher, und vor Willis innerem Auge zog blitzschnell sein kurzes Leben von 283 Jahren vorbei. Unterdessen hatten Gerdas Ohren wieder ihre normale Temperatur erreicht, sodass sie plötzlich wieder steuern konnte. Sie hob den Kopf und schon stiegen sie wieder höher. Uff, keuchte Willi. Das wäre ja beinahe schief gegangen. Wenig später ging es dann doch noch schief, aber aus ganz anderen Gründen. Sie flogen nun wieder unter voller Kontrolle und Willi bekam sogar die Gelegenheit, sich bei der armen Möwe zu entschuldigen, als diese kurze Zeit später mit geknicktem Schnabel und um drei Federn ärmer an ihnen vorbeiflog.
Sie schwatzten noch eine Weile über dies und jenes und dann sagte die Möwe, dass sie eigentlich auf dem Weg zu einem Fischerboot sei, wo sie sich etwas zu essen holen wollte, aber vorsichtshalber doch bei einem Tierarzt vorbeifliegen würde. Einmal, woraufhin die Möwe versicherte, dass sie ihm nichts nachtrug. Dann flog sie in Richtung Südwesten davon. Willi beschloss, ein kleines Nickerchen zu machen, weil es bis nach Kleinbullebü doch noch ein weiter Weg war. Gerda sagte, dass sie nichts dagegen hätte und selbst etwas Schlaf gebrauchen könne. Das war natürlich nur ein Witz, denn Gerda hatte keinen Autopiloten und musste wach bleiben, auch wenn sie noch so müde war. Sie lachten noch ein bisschen über Gerdas Witz, und Willi war froh, dass sie ihm die Sache mit ihren Ohren nicht allzu übel genommen hatte. Kurz darauf war Willi eingeschlafen und träumte, dass er die Monster in Rekordzeit eingefangen, windelweich geschlagen und ihnen genau zwischen die Augen gespuckt hatte. Danach hatte er sich wieder auf Gerdas Rücken geschwungen und dem Weihnachtsmann seine 24 Rentiere zurückgebracht, worauf er zum Elf des Jahres ernannt wurde. Was für ein wundervoller Traum! Er lächelte selig im Schlaf, aber da fing schon alles an schief zu gehen, denn inzwischen war auch Gerda eingenickt, so dass sie sich jetzt, ohne es zu wissen, schon wieder im Sturzflug Richtung Erde befanden. Dieses Mal konnten sie es nicht verhindern. Willi und Gerda legten eine Bauchlandung hin, bei der sie böse zerkratzt und durchgeschüttelt wurden. Gerda stand praktisch auf dem Kopf und lehnte an einem Verkehrsschild, während Willi, der kurz vor der Landung von ihrem Rücken geschleudert worden war, wie ein nasser Sack über einem Ast in der Nähe hing. Der Sack mit den Zuckerstücken war aufgeplatzt und im Umkreis von einigen Metern lag überall Zucker herum. Ja, was für ein Malheur. Ja, sowas gibt's halt. Ja. Ich hoffe mal, dass sie sich nicht verletzt haben. Ach was. Werden wir ja morgen hören, in der morgigen Geschichte. Geh ich von aus, ja. Ja. Dann war es das auch wieder für Tag 5. Ja, aber eine Sache will ich jetzt auch gerade sagen. Was denn? Na, heute Nacht müssen die Kinderchen ihre Stiefelchen vor die Tür stellen. Ach ja, genau, denn morgen ist Nikolaus. Genau. Und wenn ihr brav wart, dann ist schon morgen was im Stiefelchen drin. Genau. Wie auch hoffentlich bei mir. Wer weiß. Wobei, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du wirklich brav warst. Das wird sich morgen zeigen, ob der Nikolaus mich brav findet. Gut, dann sage ich mal, bis morgen ja. Zu Tag Nummer 6. Und ich sag dann auch mal tschüss. Oh, müssen wir jetzt schon aufhören? Ja, Hugo sagt auch tschüss. Also tschüssi. Dann, bis morgen. Tschüss.